Also zunächst einmal nehmen wir wahr, dass diese Umfrage der Initiative Kirchengemeinde vor Ort ein sehr viel kritisches Potenzial hat. Das ist für uns jetzt nicht ganz neu. Es ist für uns aber auch nochmal wichtig herauszustellen, dass wir im Bistum Trier eine Synode hinter uns haben, an der sich fast 300 Christen, Katholiken aus dem Bistum Trier verschiedener Altersschichten, verschiedener sozialer Schichten, auf verschiedener Berufsgruppen beteiligt haben, die ein vielfältiges Bild abgegeben haben. Diese 300 haben sich am Anfang nicht mit innerkirchlichen Problematiken auseinandergesetzt und versucht darauf zu reagieren, sondern haben sich mit den gesellschaftlichen Entwicklungen auseinandergesetzt und haben da geschaut, was fordert uns da heraus, wo sind wir da auch als Kirche in besonderer Weise gefragt. Und das Ergebnis war, wir müssen mehr bei den Themen und Bedürfnissen, bei den Interessen, bei dem, was Menschen heute beschäftigt, anfangen. Das heißt ganz konkret, wir dürfen nicht so viel um uns selber kreisen, sondern wir müssen an die Orte gehen, wo Menschen sind. Und das sind die kleinteiligen Gruppen und Gruppierungen von Menschen. Dort will Synodenumsetzung ansetzen. Von dort her wird sich die Pfarrei der Zukunft in unserem Bistum aufbauen. Das Kirchenrecht sieht vor, dass vor solchen grundlegenden Änderungen eine Anhörung der verantwortlichen Gremien und Personen stattfindet. Dem ist der Bischof nachgegangen. Er hat eine umfassende Anhörung zu dem, was an Maßnahmen geplant ist für die Pfarreien der Zukunft, was an Rahmenbedingungen aufgestellt worden ist. Und wir haben einen ganz erstaunlichen Rücklauf gehabt. Über 1600 pfarrliche Gremien haben sich zurückgemeldet. Das ist ein Rücklauf von 95%. Also wir können sagen, das ist eine umfassende Rückmeldung, auch bezüglich der Inhalte. Das ist für mich nochmal ganz wichtig, auch festzuhalten. Die Menschen in den Gremien haben sich lange auch inhaltlich mit diesen Rahmenbedingungen der Pfarreien der Zukunft auseinandergesetzt und haben ein sehr differenziertes Bild abgegeben. Und da haben wir schon festgestellt, dass auch ein Drittel, ein Viertel bis ein Drittel der Menschen beinahe ablehnend den Veränderungen gegenüberstehen. Das ist beinahe ein ähnliches Bild wie bei der Umfrage, nur dass dort Menschen befragt worden sind, die sehr viele Menschen befragt worden sind, die sich bislang gar nicht mit dem kirchlichen Leben im Bistum Trier oder mit den Veränderungen, die Synode vorgesehen hat, auseinandergesetzt haben. Rund 60% laut Angabe des Instituts, des Marktforschungsinstituts, ABH, hat geäußert, dass sie sich mit den kirchlichen Veränderungen im Bistum Trier bislang nicht auseinandergesetzt haben. Das finde ich dann ein sehr schmales Bild, wenn dann nur 40% auch inhaltlich etwas anfangen können mit dem, wozu sie befragt werden. Also neben, ich sage mal, einer gewissen methodischen Schwäche der Umfrage sehe ich auch inhaltliche Schwächen bei der Umfrage durch die Initiative Kirchengemeinde vor Ort bzw. dem beauftragten Institut, weil die Fragestellungen, soweit ich sie einsehen konnte, tendenziös waren, um es einfach zu sagen. Viele Dinge werden verallgemeinert, wenn es zum Beispiel um den Kirchenaustritt geht. Da werden aktuelle Entwicklungen gleichgesetzt mit den Entwicklungen und Veränderungen wegen der Synodenumsetzung. Aber andere Dinge wie Zölibat und Rolle der Frau in der Kirche, sexueller Missbrauch und anderes wird alles unter die aktuellen Entwicklungen gepackt. Und das ist mir zu einfach. Dass da natürlich horrende Zahlen bei rauskommen, ist für mich vollkommen klar. Das zeigen auch andere Kirchenaustrittsstudien, dass sehr viele Katholiken schon mal sich Gedanken gemacht haben, möchte ich zu dieser Kirche weiterhin gehören. Was für mich auch sehr kritisch ist inhaltlich, das betrifft das Priesterbild bzw. das Kirchenbild. Synodenumsetzung versucht, Gläubige mehr in ihrem Engagement zu fördern, Getauften bewusst zu machen, sie haben eine wichtige Rolle bei der Gestaltung von kirchlichem Leben. In der Umfrage gab es eine Frage, die mich da sehr nachdenklich gemacht hat, wo nämlich der Priester nochmal sehr stark in den Vordergrund, wenn nicht sogar in den Mittelpunkt gestellt worden ist und als ob kirchliches Leben allein vom Priester abhängig wäre. Und das
ist nicht das, was wir zukünftig in der Kirche vom Bistum Trier haben wollen. Nicht, dass wir die Rolle des Priesters unterschätzen wollen, wir wollen sie auch nicht außen vor halten. Der Priester hat eine wichtige Bedeutung in der Kirche, aber alles auf den Priester zu zentrieren, das kann nicht die Zukunft von Kirche und Bistum Trier sein. Wir versuchen die Rolle der Ehrenamtlichen, der Getauften in der Pfarrei der Zukunft zu stärken. Sie sollen mehr einbezogen werden in das kirchliche Leben. Die Ehrenamtlichen werden gegenüber dem Leitungsteam zum Beispiel im Rat der Pfarrei auch ein Stück weit, gerade was in Bezug auf Vermögensverwaltung betrifft, Aufsicht führen. Das haben wir bislang nicht gehabt. Wir werden Ehrenamtliche in das Leitungsteam integrieren. Das heißt, der Rat der Pfarrei kann Ehrenamtliche in das Leitungsteam hineinwählen. Und natürlich das ganze breite Spektrum von kirchlichem Leben, wie es in den verschiedenen Gruppierungen, Orten von Kirche sich abbildet, soll auch nochmal ein ganz großes Mitspracherecht haben durch die Beteiligung in der Synodalversammlung, wo ein Gremium aufgestellt wird, was 100 bis 150 Gläubige und damit eben auch Repräsentanten dieser vielfältigen Orte von Kirche ausmacht, wo die ein Mitspracherecht bekommen. Ein weiterer Schwerpunkt bei der Umfrage war die Vermögensverwaltung, vielleicht sogar ein Steckenpferd der Initiative Kirchengemeinde vor Ort. Sie hatte ihren Namen, weil sie die Kirchengemeinde, sprich die Vermögensverwaltung vor Ort bewahren will. Wir haben in 4 Gesprächen mit Vertretern dieser Initiative deutlich herausgearbeitet, dass wir diesem Anliegen nachkommen wollen und haben also verschiedene Regelungen eingeführt. Zum einen die Verwaltungsteams, die mit einem Mandat, mit Budget und auch mit gewissen Vollmachten ausgestattet werden, um Vermögen vor Ort zu verwalten, allerdings nicht in der Letztverantwortung, sondern immer in Rechenschaftspflicht gegenüber dem Leitungsteam. Und wir haben, das ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, und um einer Befürchtung entgegenzukommen, wir haben festgelegt, dass das kirchliche Vermögen, was derzeit vor Ort ist, dort orts- und, sofern ein Zweck damit verbunden ist, auch zweckgebunden bleibt. Also von einer Enteignung, wie es die Kirchengemeinde vor Ort, die Initiative beschreibt, kann in meinen Augen keine Rede sein.